Ist das nach dem großen Verfall der Beginn einer Korrektur sowohl beim Nasdaq als auch beim DAX? Fragezeichen. Da gibt es schon einige Punkte, die dafür sprechen. Die wollen wir uns mal anschauen, wie die Gesamtlage derzeit ist. Schauen wir uns zunächst mal so ein paar Headlines an, etwa von Bloomberg: Global Stock Slip on Worry. Rally looks exhausted. Also die Rally scheint ein bisschen übertrieben gewesen zu sein. Und dann vor allem dieser Schritt von China, so ein bisschen die Zinsen zu senken bei den einjährigen und bei den fünfjährigen Laufzeiten. Aber eben nur ein bisschen. Das hat die Märkte enttäuscht, weil man sich sagt, naja, da muss mehr kommen. China muss mehr machen, um die lahme Wirtschaft in Gang zu bringen. Und in Deutschland sehen wir dann Lanxess aus dem DAX mit einer saftigen Gewinnwarnung. Man spricht von einer fortgesetzten Rezession. Die Chemiebranche ist ja besonders betroffen hier in Deutschland. Die Minuszeichen an der Wall Street, die halten sich sicherlich noch in Grenzen. Aber wir wollen mal sehen, ob das nach dem Verfall dann sozusagen ein Enthebelungsprozess ist, zumal die Positionierung extrem bullisch ist. Wir haben jetzt die bullischste, die stärkste Long-Positionierung seit mindestens 2010. Bis dahin gehen die Daten zurück. Allerdings macht den Bären Sorge, dass Jim Cramer sagt, er geht mit Mike Wilson, die Märkte sind überspannt. Aber vielleicht sagt der Jim Cramer ja dann doch ab und zu mal die Wahrheit, und sie sind überspannt, weil vor allem mit Optionen auf die Oberseite getradet wurde, mit Call-Optionen, und das ist irgendwann auch vielleicht mal zu Ende, oder das Risiko eines Enthebelungsprozesses ist da durchaus da. Also Euphorie ist genug da, das sehen wir besonders etwa bei einer Nvidia-Aktie, die heute nochmal auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, dann allerdings ein bisschen runtergekommen ist. Hier zahlt man für Nvidia 40 Jahresumsätze, und das heißt, du brauchst 40 Jahre, um dein Geld zurückzubekommen, vorausgesetzt, Nvidia hätte null Kosten, null Steuern und würde keine Löhne bezahlen, was ja ein bisschen unrealistisch ist. Also man sieht, das ist diese KI-Euphorie, die letztendlich jenseits aller rationalen Kriterien inzwischen funktioniert, und solche Blasen gehen lange gut, bis sie eben nicht mehr gut gehen. Und wie geht es jetzt weiter mit den Märkten? Hier sehen wir mal die Saisonalität etwa beim S&P 500. Und bisher hat dieses Muster ganz ordentlich gepasst. Wir hatten dann nochmal eine Korrektur im Februar, März, aber dann diese Rallye, jetzt wahrscheinlich oder durchaus denkbar ein Rücksetzer Richtung Ende Juni, und das vor allem aus zwei Gründen. Erstens das Rebalancing von institutionellen Investoren, die sind sehr stark in Aktien investiert, müssen aber zum Ende des Quartals eine bestimmte Quote von Aktien zu Anleihen haben. Dadurch, dass sie sehr stark in Aktien investiert sind, müssen sie sehr wahrscheinlich die Quote zurückfahren. JP Morgan spricht deshalb von einer 5% Korrektur aufgrund dieses Zusammenhangs. Und dazu kommt noch, dass wir jetzt langsam in die Blackout Period kommen, also dass die Unternehmen praktisch ihre eigenen Aktien dann perspektivisch nicht mehr zurückkaufen können. Es beginnt jetzt langsam, in etwa 4 Wochen beginnt die Berichtssaison. Und die Märkte sind gestiegen, etwa der S&P 500, trotz einer invertierten Zinskurve. Wenn wir uns das mal historisch anschauen, dann ist das nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Eine invertierte Zinskurve zeigt ja eigentlich eine kommende Rezession an. Und die Märkte machen davor gerne nochmal Party, müssen dann aber in der Regel eben auch den wirtschaftlichen Realitäten Tribut zollen, nämlich Rezession. Rezession heißt weniger Umsatz, weniger Gewinn und weniger Marge für die Unternehmen. Dann stellt sich die Bewertungsfrage, und hier sehen wir mal, JP Morgan sagt hier, dieser Short Squeeze, den wir hier gesehen haben, der ist jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Das ist ein noch heftigerer Short Squeeze als im Januar. Das erinnert so an GME, also an GameStop und diese Zeiten oder auch Corona. Damals ja die Zinsen bei Null, anders als heute, und Liquidität in die Märkte geschüttet. Aber es beginnt jetzt wieder so ein bisschen heiß zu werden am Immobilienmarkt für Privathäuser. Wir sehen unglaubliche Baubeginne heute mit einem Anstieg von 21,7%. Das ist eine 11-Sigma-Abweichung, also eine 11er-Standard-Abweichung. Das kommt ungefähr so oft vor wie keine Ahnung, wie das Olaf Scholz humorvoll ist oder so. Also eigentlich kann das nicht passieren. Wir sehen hier auch die Baugenehmigungen stärker, aber vor allem die Baubeginne erwartet 1,4 Millionen saisonal adjusted.
1,631 sind sie gewesen. Also wirklich ein ziemlicher Schocker. Wir hatten gestern schon gesehen, NHB Hausmarktindex, dass hier die Stimmung wieder nach oben geht, obwohl die Mortgage Rates, obwohl die Hypothekenzinsen bei 7% sind. Die Leute bauen wieder, weil sie sich sagen, naja, die Zinsen, die werden ja sinken. Aber was, wenn nicht? Das heißt, diese Märkte gehen ein Risiko ein oder die Leute, die das tun, gehen ein gewisses Risiko ein und das bringt die Fed unter Druck. Dazu gleich mehr. Heute sehen wir jedenfalls Junk Spread Widening, also wir sehen, dass die Renditen für Junk Bonds deutlich nach oben gehen. Wir sehen Gold und Silber fallen, wir sehen Öl vor allem auch fallen, wir sehen einen stärkeren Dollar, Classic Deflationary Bust, so James Choi, hier mit einer eher, wie soll man sagen, gefühlsmäßigen Aussage, weil er sagt, I smell very nasty things. Mal sehen, ob er recht hat, aber jedenfalls stellt das alles natürlich, was wir vorhin gesehen haben am Hausmarkt, die Fed vor eine schwierige Situation, nämlich das bedeutet wieder Anziehen der Nachfrage. Inflation ist ja im Wesentlichen auch das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, wenn die Nachfrage steigt, dann ist das für die Fed eigentlich keine sehr willkommene Chance. Paul wird morgen aussagen und ich wollte Ihnen das hier noch zeigen. Er hat vor allem Druck von beiden Parteien. Die Demokraten sagen, Mensch, Inflation geht doch deutlich zurück, jetzt hör doch mal auf mit den Zinsen. Die Republikaner sagen, Mensch, die Inflation ist noch viel zu hoch. Da wird er sich sozusagen zwischen die Mühlsteine der beiden US-Parteien begeben müssen. Mohammed Al-Erian fragt nochmal, ja, warum haben Sie denn bei der letzten Sitzung die Inflationsprognosen hochgenommen? Warum haben Sie in den Dotplots gesagt, Sie wollen wahrscheinlich noch zweimal die Zinsen anheben, haben Sie aber dann doch nicht angehoben? Wir haben gesehen, am Tag nach der Pressekonferenz von Jerome Powell ging es nach oben, weil man sich sagt, naja, lass sie doch reden. Also muss Paul morgen vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher werden. Wir werden sehen, ob er das tut. 16 Uhr morgen vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Die Kerninflation wird das Entscheidende sein. Die ist nach wie vor über 5%, auch wenn wir wahrscheinlich jetzt im Juni einen weiteren Rückgang der Inflation sehen. Christoph Barrot ist sicherlich einer der absoluten Top-Prognostiker an den Märkten, was Konjunkturdaten betrifft, sagt, also wir könnten Richtung 3% laufen im Juni. Er hat da viele Punkte von Mieten bis Gebrauchtwagen etc. etc. Aber selbst wenn das passiert, heißt das nicht, dass die Inflation besiegt ist, denn wir haben die drei großen Ds. Wir haben Demografie, wir haben also eine abnehmende Arbeitsbevölkerung, wir haben Deglobalisierung, wir versuchen mehr und mehr Produktion wieder ins Heimische zu bringen, um nicht abhängig zu sein vom Ausland wie in Corona und vor allem die Dekarbonisierung, also die Energiewende, die extrem teuer ist und wie böse Zungen sagen, nicht sehr effektiv. Dementsprechend sehr wahrscheinlich, dass wir Inflation auch diesmal wieder in Wellen sehen werden, weil eben die strukturellen Faktoren für dieses Wiederaufflammen der Inflation sprechen. Und wir haben vor allem weltweit, aber auch in den USA, das Thema Gewerbeimmobilien. Das dürfte die Wirtschaft jetzt erstmal belasten. Die US-Offices nur zu 50% belegt im Vergleich zu vor Corona. Und sodass die Bewertung der US-Gewerbeimmobilien um 38% niedriger ist inzwischen als vor Corona und das entspricht einem Verlust von 500 Milliarden Dollar, also einer halben Billion. Das ist schon mal eine ziemlich heftige Nummer. Wir haben heute zum Beispiel Exporte aus Taiwan bekommen. Die sind jetzt schon seit Monaten stark rückläufig, 9 Monate in Folge. Und was produzierte Taiwan, was exportiert Taiwan? Vor allem elektronische Maschinen und Equipment und vor allem eben Computer, Chips und diese ganze Geschichte. Das heißt, wir haben eigentlich trotz dieser KI-Euphorie offenkundig keine so richtig starke Nachfrage nach Chips. Das widerspricht so ein bisschen diesem KI-Hype. Und wenn wir hier mal nach Deutschland blicken, dann sehen wir, dass die Erzeugerpreise nur noch 1% im Mai gestiegen sind zum Vorjahresmonat, aber 1,4% zum Vormonat gefallen sind, in den letzten 8 Monaten 7-mal rückläufig. Und warum erzähle ich das? Weil wir hier sehen in dieser Grafik von Mike Wilson, dass Erzeugerpreise und Sales und Umsätze ziemlich parallel laufen. Das heißt, fallen die Erzeugerpreise, dann geht es auch mit den Umsätzen der Unternehmen, vor allem mit den Gewinnen der Unternehmen nach unten. Wir haben das haben das 2021 schon gesehen, als im Gefolge von Corona die Unternehmen offenkundig in der Lage waren, ihre Preise anzuheben, weil überall halt Inflation, dann hebt man die Preise an, keiner meckert, weil es ja alle tun.
Hier sehen wir, dass das wahrscheinlich darauf hindeutet, dass auch hierzulande in der Eurozone die Inflation nach unten kommt. Und das tut sie, weil die Wirtschaft nach unten kommt. Und zwar ziemlich mit Schmacko. Das sehen wir hier zum Beispiel, so ein kleines Puzzle, Auftragsbestand verarbeitendes Gewerbe. Hier sehen wir, dass dieser Stau, der sich in Corona aufgebaut hat, immer mehr abgebaut wird. Jetzt minus 0,8% zum Vormonat. Und wir sehen vor allem die Aufträge im Bereich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, also die für Deutschland so zentrale Autoindustrie, die scheint ein Problem zu haben. Aber unser Scholzomat sagt, tatsächlich läuft gerade alles auf Deutschland zu. Der Mann hat eine sehr eigene Wahrnehmung. Der BDI-Chef war da und hat gesagt, das sehen wir ein bisschen anders. Wir haben einfach zu viele Probleme hier mit Energie, mit Investitionen und so weiter. Heute eine Studie des Management-Instituts IMD, die zeigen, Deutschland ist in Gefahr, dass Firmen abwandern. Deutschland stürzt ab. Ich glaube, das kann man ohne Panikmache relativ nüchtern sagen, dass die Dinge eher nach unten als nach oben weisen. Hat sich Lagarde geirrt? Mein wahrscheinlich zweitbester Freund Heiner Flassbeck sagt, also wir sind schon in der Deflation. Interessante Aussage. Schauen Sie mal, die gewiss sehr selbstzufriedenen Aussagen von Heiner Flassbeck. Immer ein Genuss, auch wenn man nicht seiner Meinung ist, was ich nicht bin. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Mike Wilson, die Bullen am Aktienmarkt vor bösem Erwachen. Er gibt zu, okay, wir lagen bisher falsch, aber er hat Argumente, warum er vielleicht diesmal doch richtig liegt. Diese beiden Empfehlungen, ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.